Ah, gut, Mr. Sport TV hier. Kein Fußball, Formel 1. Ich habe ja vor längerem schon gesagt, ich will jetzt den Fokus auch mehr auf den anderen Sport legen. Und hier ist es ein wichtiges Zeichen, das von der FIA gesetzt worden ist. Denn ein klares Statement: der Grand Prix in Russland, der für den 25. September angesetzt war, wird von der Rennserie gestrichen. Denn unter den aktuellen Umständen und den aktuellen Ereignissen kann man dort kein Rennen fahren, wurde gesagt. Und natürlich wird man das weiterhin beobachten, wie sich das alles entwickelt. Und natürlich trauern sie und es ist eine große Bestürztheit gegenüber den Angehörigen und Betroffenen in der Ukraine. Sebastian Vettel hatte vorher schon angekündigt, dass er definitiv das Rennen boykottieren wird. Andere haben, glaube ich, dann auch weitergezogen, nachgezogen, hätten dann mitgezogen. Und dementsprechend war es ja klar, dass sie auch als Organisation dann ein klares Zeichen gesetzt haben. Finde ich gut, weil was bringt ein Rennen, wenn dann nur drei, vier Fahrer, wenn überhaupt, dort fahren? Die Entscheidung fiel gestern Abend und es ist jetzt 11 Jahre her, dass letztmals ein Rennen aufgrund politischen Umständen abgesagt wurden. Damals war es das Rennen in Bahrain, als da politische Unruhen gab und einige Menschen ums Leben gekommen sind. Seit 2014 finden übrigens die Rennen in Sotschi statt und es ist ja ohnehin dieses Jahr das letzte Mal gewesen. Denn ab nächsten Jahr, ab 2023, ist ein Umzug vor den Toren von St. Petersburg geplant. Aber ob das jetzt alles so ablaufen wird, stattfinden wird, das werden wir sehen. Lass uns einfach die nächsten Wochen beobachten, die nächsten Tage und dann mal schauen, ob überhaupt noch ein Rennen in Russland stattfinden wird die nächsten Jahre oder ob vielleicht gar kein Sport erstmal stattfindet. Man weiß ja nie. Schauen wir einfach mal. Eigentlich sehr, sehr schade. 2014 war eigentlich für Russland sportlich gesehen sehr gut. Ich meine, das Rennen bekommen, die Olympischen Spiele haben dort stattgefunden, die Winterspiele und dann und jetzt, bumm. Aber schauen wir mal, was das noch alles gibt. Ich sage zum Thema nicht viel, muss nicht sein. Ihr könnt gerne was dazu sagen. Aber so oder so hoffen wir einfach, dass sich alles gut enden wird, oder gut generell entwickeln wird, dass wir alle wieder bald normal leben können. Und ja, damit meine ich nicht die Pandemie. Arrivederci, bis dahin und ciao, ciao.